Herzlich willkommen, Leute, hier zur lang ersehnten Roomtour. Ah, ich hab gehört, wir gehen erst in mein Zimmer rein, wenn wir die 200 Likes gepackt haben. Nee, Spaß. Okay. Pande. 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 Licht anmachen. Pande. 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 Scheiße, wir sind hier in der Toilette gelandet. Wie kann das hier nun passieren? Okay, Leute, war nur ein kleiner Joke am Rande. Jetzt gehen wir in mein Zimmer rein. Als erstes wollte ich jetzt so meinen Schulranzen präsentieren. Ist ein kleines Dreckstück. Jetzt zeige ich euch erstmal so meinen Schreibtisch. Hier sind halt Macken, die man nicht mal rausmachen kann. Aber das ist halt so meine Tastatur. Die Razer Black Widow Chroma. Das ist irgend so eine Gigabyte-Maus. Damit kann man eigentlich voll gut jittern. Eigentlich voll okay. Ich habe halt einen ganz normalen LG-Monitor. Und hier sind dann irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel mein Nintendo, was ich seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe, irgendwelche Ersatzkopfhörer. Und hier sind halt noch die ganzen Schachteln, beziehungsweise jetzt hier ist meine Grafikkarte, da ist mein Mikrofon, das LDD 1013 USB. Kann ich euch jetzt nicht ans Herz legen, also ich finde es jetzt nicht so gut, aber kann man sich gönnen. Hier sind irgendwelche Samsung-Kopfhörer vom S7. Da ist meine E-Shisha, irgendwelche Mangas da hinten. Ah, hier ist mein YouTube-Money. Scheiße, Leute. Oh, ich habe gehört, da liegt irgendwas unterm Teppich. Ziehen wir es am besten mal vorsichtig raus. Oh, zwei Mäuse. Das gibt's doch gar nicht. Ist das nicht die Razer Dead Redder? Dead Adder, kann er wie heißt. Ja, und jetzt kommen wir auch zum zweiten Teil. Nämlich wollte ich eine Verlosung starten. Ich wollte einfach mal zwei Razer-Mäuse verlosen, die noch funktionstüchtig sind. Ich schließe den besten mal an. Ja, hier funktioniert noch und ist eigentlich ganz fresh. Ich habe halt jetzt hier die Gigabyte-Maus genommen, weil ich die einfach besser finde und ich, klingt jetzt ein bisschen komisch, damit habe ich einfach mehr Skill. Aber die ist eigentlich auch voll fresh. Wenn ihr die Maus haben wollt, schreibt am besten irgendwie, like das Video. Schreibt irgendwas Glaubwürdiges rein, warum ihr die haben wollt und like. Das war's dann auch schon hier mit dieser Facecam. War wirklich ein tolles Stück.